Herzlich willkommen zu meinem neuen Far Cry Primal Gameplay Video Teil 5. So, in Teil 4 ist ja nun nicht gerade so viel passiert, bin ziemlich viel gestorben. Jetzt habe ich aber gerade mich mal ein bisschen mit der Karte befasst, um mal zu sehen, was sie mir alles sagt. Und das Tier, was wir gesehen haben, dieses große Gelbe, was uns angezeigt wurde, das sind die Story-Missionen, da wo gerade mein Cursor draufsteht. Jetzt gehen wir mal zu den Schamanen hin und schauen mal, was wir so Feines machen können. Ich hoffe, dass wir gleich hinkommen werden. Wir werden es ja sehen. Ich wünsche euch viel Spaß. So, ach ja, genau, es war ja Nacht. Dann wollen wir mal mit der Fackel hier quer durch die Walachei rennen. Scheiße, möglichst nicht in brennende Büsche rein. Habe ich so mal gehört. Was ist das denn? Schwein? Oh, ich hoffe, die Fackel hält so lang, bis wir da sind. Nicht, dass wir noch eine neue machen müssen. So, oh, da bin ich zu früh abgebogen. Wenn wir auf die Karte gucken, nicht dass ich wieder denselben Fehler mache. Hoch, kann ich irgendwie ranzoomen? Ah ja. Wie komme ich denn da? Ich muss hier hoch. Quasi da längs. Gut. Aber wie schön, dass ich gerade meinen Punkt weggemacht habe, den ich mir gesetzt habe. Na, nehme ich mir erstmal den Lagerplatz. Ich denke, mein Lagerplatz kann ja nie schaden. Arschlöcher. Feuer, was ich da unten gelegt habe. Jo, brennt schön. Ja, wie die Wölfe abhauen. Oh, scheiße. Ja, wunderbar. Wölfe mögen Feuer gar nicht. Boom, Tiger! Lauf nicht so schnell weg. Wo läuft der denn hin? Zwei Pfeile wieder. Oh, mal schnell die Lagerplätze entzünden. Wenn man die Lagerplätze entzündet, speichert man nämlich auch. Es ist ja nicht wahr. Wieso muss der Schamane an so einem ekelhaften Ort leben? Jetzt sollten wir theoretisch gesehen da, wo ich gerade das Feuer entzündet habe, auch rauskommen. Ja, sind wir. Wunderbar. Juhu. Dann wollen wir mal weiter schauen, dass wir zum Schamanen kommen. Ach, ich drücke immer Start-Taste. Also ich denke mal, der wird sich da irgendwo befinden. Hoffentlich begegnen uns jetzt keine weiteren Braunbären mehr. Weil die sind doch etwas... Oh, was war das denn Schönes? Ich muss sagen, die Blume sieht echt hübsch aus. Nehmen wir mit. Seltene Pflanze. Ja, das ist doch schön. So wollen wir das doch, dass wir seltene Pflanzen finden. So, wie weit ist es noch? Ah, knapp 130 Meter. Ja. Fuß oder weiß der Geil, wie hier gemessen wird. So, jetzt sind wir laut Karte auf irgendeinem Weg angekommen, wo ich sagen muss, der sieht mir nicht nach einem Weg aus.
Okay. Komme ich hier irgendwie rauf? Nee, keine Chance. Gehen wir lieber erstmal dahin. Ist, glaube ich, der schnellste Weg. Da muss ich auch sagen, so die Felsformationen sind echt schön gemacht. Allerdings stören die etwas, wenn man da rauf möchte. Ah, ja, komm, nehmen wir mit. Kratzt mal ein bisschen schiefer ab. So, 30 Meter. Ja. Das Mistvieh ist jetzt unter mir, über mir. Ah, da unten ist eine Höhle. Komm ich? Nein, ich komme nicht heil runter. Das war nicht so schön. Zu spät gesehen, dass man da vielleicht abstürzt. Wo sind wir denn? Das, da sind wir. Das ist optimal. Sind wir theoretisch gleich auf Höhe des Schamanen, was uns, der uns beibringen möchte, wie wir Tiere zähmen. Bin ich ja schon mal gespannt, was so ein Tier alles ausmachen kann. Vielleicht hat man dann wenigstens mal eine Chance gegen die ganzen Braunbären. Und bin ich mal gespannt. Mal sehen, was wir dafür tun müssen, dass ihr uns das zeigt. Nee, noch mehr Schiefer nehme ich jetzt nicht mit. Da. So, ein hübsches Gewächs. Nehmen wir mit. Grünblatt. Schilf. Sehr gut. Schilf brauchte ich, um die Dinger herzustellen. Bauen wir doch gleich mal. Ich könnte den Bogen aufrüsten. Okay. Da brauche ich aber einiges. Wollen wir mal sehen, ob wir das im Laufe der Zeit finden. Fähigkeiten kann ich aufrüsten. Okay. Was haben wir hier noch? Pflanzen werden auf der Minikarte angezeigt. Ja. Weiß nicht, ob man das so braucht. Ich bin mir so dafür. Ich bin mir so für Überleben. Alle, das nichts zu jagen. Alles mitnehmen. Ah, da oben ist er, mein Freund. Wollen wir mal nach oben gehen und schauen, was der Feindes für uns hat. Also, ich meine, eine sehr einladende Behausung hat er. Oh. Ja, lass uns vielleicht mit runter. Meine Güte, kein Wunder, dass ich ihn nicht gleich gefunden habe. Okay, jetzt bin ich schon drin. Wollte gerade nochmal umschauen. Oh mein Gott, der tanzt aber sehr hübsch. Oh Gott, die Augen. Banshayu! Banshayu! Mumandata! Waita Walschnar. Dinsai Hassan. Walschnar Uyikala. Hart. Nassan. Tigri. Oh mein Gott, die arme Ratte. Ich habe so ein ganz blödes Gefühl, jetzt wo ich die rote Suppe gleich trinken müssen. Dinsai. Nein. Jassa!
Mujassar darf. Nee, ich möchte ihm nicht meine Hand geben. Hassan. Ja, genau, schneid mich. Ja, leck mir jetzt die Hand auch noch ab, ist klar. Ja, drück auch noch mal ein bisschen mein Blut da rein. Also, das ist echt ein Kerl. Der macht einer echt Angst. Ist das lecker. Wieso wusste ich nur, dass man das trinken muss? Ist das nicht meistens so? Bei so widerlichem Zeug? Ja, also ich glaube mal, der ist jetzt ein bisschen high. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, was mir jetzt diese rote Suppe so gebracht hat. Wer sie will. Oh, da ist eine Rolle. Ja. Ein Checkpoint. Na, endlich mal wieder ein Checkpoint. Ja, folge dem Weg. Ach du Kacke. Ich wusste, ich hätte die Steuerung umstellen sollen von dem Flug. Jetzt ist runter, rauf und rauf und runter. Ein bisschen irritierend. Das ist aber auch echt eine Steuerung. Ich muss sagen, sehr schöne Unterwasserlandschaft. Kannst du irgendwie beschleunigen? Nee. Ja, so. Wollen wir mal auftauchen. Nee. Kann ich laufen? Natürlich nicht. Ja, Eule, flieg weiter. Fliegen müsste man können. Oh, Pilze. Kann er vielleicht auch noch mal essen. Hätte vielleicht noch eine Halluzination. Undeich. Die Eule ist explodiert. Oh, jetzt fliegen wir wieder. Immer der Eule hinterher. Also die Flugsteuerung ist, ich muss echt sagen, sehr gewöhnungsbedürftig. Da muss man sich dran gewöhnen. Ich hoffe, dass wir das nicht so häufig verwenden müssen. Das war mal eine Vision. Ach Gott, jetzt bin ich zu Ende. Und brauchen wir. Dusch, dusch. Dafür sind wir den Vieh jetzt hinterhergelaufen. Oder geflogen. Lieber irgendwas Größeres. Umifakui, Jausumboa.
Ja, wir haben jetzt scheinbar eine Eule. Kein Vogel, nein, wir haben eine Eule. Bin ich ja mal gespannt. Verbandeter. Subnir. So, der ist auch schon wieder wach, meine Güte. Nee, nee, ich will nicht nochmal sowas trinken. Uhai Quarbendi. Ubargo Shayu, du sie daha. Usai, die Jude Jauga daha. Also malen kann er ja. Das muss man ihn ja lassen. Faran Habandata. Kubal Sanguar Habandamagana. Ulaukawal Waida Wadwas. Haila si Barguashayu. Tushida Hamagana. Das muss ich erstmal wieder rausfinden. Da. Oh, das hätte ich jetzt so gedacht, dass es hier rausgeht. Meine Güte. Na, aufpassen, wo man hinläuft. So, mal sehen, wo ist denn der Punkt, wo wir jetzt hin müssen? Karte. Da oben, der liegt oben. Gut. Auch nochmal. Ja. So rum. Und da ist noch irgendwas zum Einsammeln. Eine komische Hand. Dann nehmen wir die mal mit. Was auch immer die uns bringen. EP ist schon mal etwas. Auch wenn ich jetzt nicht so der Mensch für EP sammeln bin. Okay, war ein bisschen hart. Ach, nicht das Mistvieh wieder. Nicht der Braunbär. So, wo ist denn jetzt der Weg? Ich hatte doch hier irgendwo einen Wegpunkt gesehen. Da haben wir Holzfall. Aber noch ein. Ja, latschen wir nach da. Wenn der Wegpunkt weg ist, dann ist er halt weg. Machen wir uns mal auf den Weg zu dem anderen. Mal sehen, was der so Schönes für uns hat. Vielleicht habe ich ja bei Ihnen irgendwie die Möglichkeit. Irgendwie ein Raubtier zu bändigen. So macht man das. Hier sind wir auch echt viele. Das mit Dex hat war wohl nicht. Meine Güte. Aber wollte ich doch nur hinten zu den Schamanen.
Soll ich wieder hinten hin? Nö, kein Bock. Ich will da hin. Kann sich doch nicht immer umentscheiden. Wenn ich da hinten bei meiner Höhle angekommen bin, werde ich aber auch erstmal wieder einen Cut machen. Oh, da unten ist eine Feuerstelle, die werden wir doch gleich mal mitnehmen. Dann werde ich, glaube ich, hier an der Feuerstelle gleich erstmal meinen Cut machen. Und ich wünsche euch dann schon mal alles Gute und bis dahin, ciao.